Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Arthur. Während Europa nach den Terroranschlägen in Paris zwischen Panik und Trauer in den Alltag zurückzukehren versucht, hat Frankreich dem IS den Krieg erklärt und fliegt Luftangriffe in Syrien. Doch kann man diesen Gegner so besiegen? Wer genau ist dieser Gegner, der IS? Der Spiegeljournalist Christoph Reuter beschäftigt sich seit 2011 intensiv mit der Organisation Islamischer Staat direkt vor Ort in Syrien. Und gerade erschien sein hervorragend recherchiertes Buch Die schwarze Macht. Erinnern Sie sich an die seltsame Geschichte über einen Panzerzug aus dem Zweiten Weltkrieg, der in Wabrzych in polnischen Waldenburg gefunden worden sein soll? Als diese Meldung erschien, schossen sofort die Spekulationen ins Kraut. Raubkunst hätte der Zug geladen, Goldbarren, vielleicht sogar das Bernsteinzimmer. Auf jeden Fall etwas von Wert. Es gab Pressekonferenzen. Ein Minister bestätigte offiziell den Fund. Und lawinenartig wollten Schaulustige den goldenen Zug sehen. Der blieb jedoch verschwunden. Alles Lüge also oder ist doch etwas dran? Anfang dieser Woche waren nun zum ersten Mal Wissenschaftler vor Ort mit großen Suchgeräten. Er ist Deutschlands prominentester Klimafolgenforscher, Hans-Joachim Schellnhuber. Als Wissenschaftler und als Berater der Bundesregierung hat er alles hautnah erlebt. Die ungeheuren Fortschritte der Forschung, die zunehmende Beunruhigung, nicht zu knapp auch die Skepsis. Die Klimaforscher würden zu schnell Alarm machen, die Erde werde es schon richten. Jetzt hat Hans-Joachim Schellnhuber Bilanz gezogen. Es geht darin um mehr als um das künftige Wetter. Es geht darum, wie und ob der Mensch auf der Erde weiterleben kann. Und so wurde aus Schellnhubers Bilanz ein Appell. 250 Jahre, das ist für eine deutsche Universität nichts Außergewöhnliches. Aber die Bergakademie in Freiberg, die in dieser Woche ihr 250. Jubiläum begeht, hat doch eine ganz besondere Geschichte. Die älteste technische Universität Deutschlands ist sie und sogar die älteste noch bestehende bergbauwissenschaftliche Bildungseinrichtung der Welt. Mit Seminarräumen unter Tage. Auch diese Woche geben wir Ihnen selbstverständlich Tipps für Ihr kulturelles, sozusagen Seelenleben im Kulturkalender. Diesmal jedoch rate ich Ihnen schon mal Stift und Zettel zur Hand zu nehmen, denn wir verlosen eine CD. Tja, und hier ist sie. Wir verlosen jetzt ein Album von Ciela, deren Name übrigens auf dem schwedischen Wort Ciel, die Seele, beruht. Bitte schreiben Sie uns an die eingeblendete Adresse, eine Mail. Und wenn Sie diese schöne CD haben möchten, tja, dann sollten Sie sich beeilen. Viel Glück. Jetzt im Anschluss folgt Nah dran mit einer Reportage, diesmal über Lesben und Schwule in der Kirche. Arthur gibt's wieder am nächsten Donnerstag. Bis dahin.